hallo. Mögt ihr kurz erzählen, wer ihr seid und wo wir hier gerade sind? Wir sind hier in der Nähe, in Neu-Eichenberg, bei Hebenshausen, auf einem ungefähr 80 Hektar großen Acker, auf dem eines der größten Logistikgebiete Europas geplant ist, von der Dietz AG aus Bensheim. Die Gemeindevertretung hat diesen Entschluss irgendwann im Jahr 2002 gefasst, als Arbeitsplätze knapp war. Die Gemeinde muss aber noch einen Bebauungsplan ändern, damit das überhaupt von der Dietz AG gemacht werden kann. Und um diesen Beschluss erstmal zu verhindern, ist hier jetzt auch der Acker besetzt. Mir geht es vor allem um Bodenschutz. Also ich studiere in Witzenhausen, das ist da drüben, ökologische Landwirtschaft, und arbeite hier vor Ort in der solidarischen Landwirtschaft mit. Ich wohne ein kleines Stück weiter, das nächste Dorf, Eichenberg Bahnhof. Und das ist die Vorstellung, dass hier 15 Meter hohe Logistikhallen auch noch mit aufgeschütteten Erdwällen gebaut werden, ist für mich wirklich grauenvoll. Am 4. Mai, also jetzt schon vor über 6 Wochen, ist hier der Acker besetzt worden. Seitdem bin ich auch immer wieder hier und finde es einfach wichtig und möchte auch diesen Ort irgendwie mit aufbauen, weil ich glaube, dass wir irgendwie so Orte brauchen, in denen Menschen zusammenkommen. Ja, ich bin auch ungefähr seit dem Anfang so dabei und ja, finde es auch ultra spannend, hier Teil so eines neuen Projektes zu sein. Ich finde es nicht cool, dass hier ein Unternehmen über den Boden entscheiden kann und kapitalistisches Interesse hier weiter durchgesetzt wird. Ich stelle mich klar gegen den Kapitalismus und bin auch deshalb auf dieser Besetzung. Ich finde die Form von Besetzen und zivilen Ungehorsam extrem wichtig, um momentan politisch wirklich was zu verändern. Jetzt ist es ja eben schon seit 6 Wochen, das heißt, es ist auch irgendwie ein langer Atem gefragt. Wir sind gerade auch dabei, irgendwie Strukturen zu entwickeln, dass wir irgendwie nicht hier ausbrennen, sondern dass es irgendwie auch neben unserem Alltag funktioniert, dass wir also hier einen langfristigen Widerstand schaffen. Also es beginnt meistens, dass wir irgendwie aufstehen und gemeinsam frühstücken. Also wir haben hier ein Küchenzelt und auch eine Küchencrew außerhalb, die uns halt mit Lebensmitteln versorgt. Es wird sehr viel containert, sodass wir halt auch Lebensmittel verwenden, die normalerweise weggeschmissen werden würden. Wir haben selber angefangen, uns hier Lebensmittel anzubauen, sodass wir dann halt die auch verwenden. Im Laufe des Tages kommen halt Aufgaben auf, die wir dann untereinander halt so gucken, wer hat Lust auf was, und dann verteilen wir das und machen es dann gemeinsam, immer wieder Pausen, machen ein bisschen Musik und versuchen halt hier so ein schönes Leben auf diesem Acker irgendwie auch zu gestalten und effektiv aber halt auch irgendwie Strukturen zu schaffen, die längerfristig sind. Also wir bauen jetzt zum Beispiel gerade auch ein Küchenhäuschen, wo wir Lebensmittel kühl lagern können, dadurch, dass es jetzt halt so ultra heiß wird in den nächsten Wochen, haben wir halt echt Angst, dass uns dann alles kaputt geht. Dadurch, dass das Dorf halt auch so sehr stark mit uns sich verbunden fühlt, kommen ja zahlreiche Menschen, verschiedene Altersstufen, Kinder, auch in großen Mengen. Also die Bürgerinitiative, die es hier vor Ort gibt, die ist ja auch gegründet worden von diversen AnwohnerInnen und Menschen aus der Umgebung. Ich denke, es ist eine Mehrheit, die gegen das Logistikgebiet ist. Es sind sehr viele Menschen, die hierher kommen, die spontan Sachen vorbeibringen. Es werden irgendwelche Aufrufe gemacht, eventuell über Twitter, oder es steht hier was am schwarzen Brett. Es wird was gebraucht und es wird sehr schnell sind Sachen da. Es haben ja auch schon kulturelle Sachen stattgefunden, wo auch sehr viele Leute gekommen sind. Als die ersten Planungen angelaufen sind, gab es schon Widerstand damals, also so Anfang der 2000er. Das war auf jeden Fall auch eine ziemlich üble Streitkultur, so von dem, was ich gehört habe. Und jetzt ist es schon leichter irgendwie, also der Protest findet mehr Anklang und gleichzeitig gibt es aber keinen Raum dafür, dass die Menschen hier vor Ort mal ins Diskutieren kommen, auch nicht mit den GemeindevertreterInnen oder so. Im Augenblick hat man den Eindruck, es findet vor allem darüber statt, dass auf der einen Straßenseite Plakate dafür und auf der anderen Straßenseite Plakate dagegen hängen. Und aber so jetzt im direkten Gespräch gibt es wenig Austausch darüber. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schade, so, weil ich fände es schon wichtig, dass alle irgendwie gehört werden. Und im Augenblick passiert das aber nicht so richtig. Was macht euch aktuell auch auf Sorgen, was euch auch motiviert, hier zu sein? Es ist tatsächlich natürlich der Klimawandel. Es ist der Verlust an Boden, der sehr, sehr groß ist. Und man merkt das schon hier sozusagen im Mikroklima, wenn man sich hier bewegt, wie angenehm jetzt hier die Luft ist. Wenn ich jetzt vorgestern mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, Eichenberg Bahnhof, wenn man ins Ort, in den Ort reinkommt, ist es wahnsinnig warm. Da sind Häuser, da ist Asphalt, da ist nichts, wo es irgendwie abkühlen kann, wo noch irgendwie ein natürliches Klima ist.
Das ist schon ein großer Unterschied. Und einfach die Idee hier erstens, diese 80 Hektar zuzubetonieren mit riesigen Logistikhallen, eine, die 250 Meter wert von da bis da, eine Riesenhalle und bis zu 2000 Lkw am Tag. Muss man sich überlegen, was das bedeutet für die Luft hier und für die Menschen hier, die hier wohnen in der Region, auch für die arbeitenden Menschen. Weil die Bundesstraße gibt keine 2000 Lkw zusätzlich her oder 4000 Bewegungen. Für uns ist halt klar, hier darf das Logistikgebiet nicht gebaut werden. Wir bleiben hier, bis die Pläne fallen gelassen werden. Und jetzt, was ich habe es hier schon auf dem T-Shirt stehen, System Change, not Climate Change. Fühle mich auf jeden Fall der Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden. Jetzt ist ja auch gerade wieder Ende Gelände im Rheinland und ich sehe es auch als super Zeichen, dass einfach seit über einem halben Jahr jetzt mittlerweile Schülerinnen und Schüler, aber auch zunehmend eben weitere andere Teile der Gesellschaft aufgewacht sind und mit Fridays for Future auf die Straße gehen. Und in dem ganzen Kontext spielt sich natürlich auch der Kampf hier ab. Auch mit vielleicht positiven Beispielen wie in Nordsyrien, Rojava oder ja, anderen Projekten einfach klar wird, es braucht Alternativen. So. Und die entstehen nicht, wenn man Logistikgebiete auf die besten Böden baut. So, das ist genau das falsche Denken. Und die Alternative wäre zum Beispiel hier mit dem Boden vor Ort eben Landwirtschaft zu betreiben und zwar auf eine agrarökologische Variante, so dass es eben jetzt nicht Riesenmonokulturen 80 Hektar ist, sondern dass hier lokal auch der Ort wieder von den Menschen bewirtschaftet wird. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das Projekt hier noch verhindert werden kann? Also ich habe natürlich immer irgendwie die Hoffnung, dass es verhindert werden kann und jetzt zumindest habe ich den Eindruck, dass sich ein bisschen was ändert, so von der Stimmung auch in der Lokalpolitik hier, weil zumindest von der Landesebene, von den Grünen immer mal so Andeutungen kamen, dass da irgendwie es Handlungsmöglichkeiten gäbe, aber konkreter sind die nicht geworden. Und jetzt klingt es schon ein bisschen anders, so als wäre auch die SPD hier vor Ort für Alternativen offen. Ja, wir würden uns auf jeden Fall mehr Unterstützung wünschen. Und zwar können Menschen halt einfach hier vorbeikommen und sofort eigentlich irgendwie teilhaben hier an der ganzen Sache. So. Wir haben irgendwie voll viele Schilder halt aufgestellt und so, dass Leute, wenn sie zum ersten Mal herkommen, sofort auch verstehen, wie Dinge funktionieren. Und eigentlich alle Menschen, die hier sind, sind auch offen dafür, halt Menschen Dinge zu erklären. Der Investor, der hier investieren möchte und die Riesenhallen hier hinbauen will, der ist aus Südhessen. Das ist die Bensheimer Dietz AG und die hat halt auch woanders Logistikhallen und den Sitz in Bensheim. Und falls Menschen irgendwie, das kann man sich bei denen auf der Homepage auch angucken, da mal irgendwie bei denen vorbeigucken wollen oder irgendwie kreative Ideen haben, wie man der Dietz AG klar machen kann, dass das nicht gewollt ist, dann wäre das auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Und wenn Menschen mal wissen wollen, was man so alles auf so einem Acker anstellen kann, dann können die auch gerne hier vorbeikommen und sich Inspirationen mitholen. Und das ist vielleicht nicht die letzte Ackerbesetzung ist hier. Magst du noch was erzählen zum Thema Funktion von Böden und weshalb Bodenversiegelung so schlecht ist? Also Böden haben diverse Funktionen. Erstmal das, was irgendwie die meisten vielleicht noch damit verbinden, ist irgendwie Lebensmittel anbauen, aber es ist auch Lebensraum für diverse Kleinstorganismen und so weiter. Und er hat auch eine enorme Funktion als CO2-Speicher und auch als Wasserspeicher und Puffer, so was irgendwie Schwermetalle und so weiter angeht. Und das Ding ist, dass Boden sehr, sehr lange braucht, um gebildet zu werden. Also bei 2 Zentimeter Boden geht man so von einem Zeitraum von 500 Jahren aus, die der braucht. Also es sind einfach keine menschlichen Zeiträume, in denen Boden entstehen kann. Und dass der Boden so gut ist wie hier jetzt zum Beispiel. Also man geht so von 80 Bodenpunkten aus, von 100, die ein Boden haben kann, die der hier hat. Und ja, also den zu versiegeln würde also einen sehr wichtigen CO2-Speicher zum Beispiel rauben. Wir hatten jetzt hier vor kurzem auch wieder so ein Starkregenereignis, was ja vermutlich auch, wenn der Klimawandel fortschreitet, eher Normalität werden kann. Und wenn da dann Boden versiegelt ist und das Wasser nicht absickern kann, dann gibt es halt hier schneller mal Überschwemmungen. Weltweit jedes Jahr gehen so 24 Milliarden Tonnen fruchtbarer Boden verloren.
wenn Boden einmal versiegelt wurde und der Mutterboden obendrauf, quasi der irgendwie humusreich ist und fruchtbar, wenn der abgetragen wird, kann man den zwar irgendwann wieder entsiegeln, aber die Bodenqualitäten sind dann auf jeden Fall nicht mehr dieselben. Und das ist, also wir können uns das einfach nicht leisten, bei wachsender Weltbevölkerung irgendwie noch weiteren Boden zu verspielen. Hier auf der Fläche sind dieses Jahr unfassbar viele Feldlerchen am Brüten. Interessanterweise auch der Vogel des Jahres 2019. Die ist extrem zurückgegangen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und es liegt halt an der Form, wie wir Landwirtschaft betreiben. Wie können Leute euch finden? Also wir sind zu finden unter ackerbleib.org, das ist unsere Homepage. Dort könnt ihr uns auch per Mail dann kontaktieren, die Mail ist dort zu finden. Und ansonsten sind wir auf Twitter und twittern immer fleißig unter @unseracker. Den ersten Garten hat tatsächlich die Bürgerinitiative angelegt, da gab es ja noch gar keine Besetzung. Der ist aber ein Stück weiter drüben und hier die ganzen Beete sind jetzt alle in den letzten Wochen entstanden. Wir haben eine Menge Jungpflanzen gespendet bekommen. Und also von coolen Gärtnereikollektiven. Zum Beispiel gibt es hier auch im Dorf eine solidarische Landwirtschaft. Und die hatten halt Jungpflanzen auch über, das ist häufig so. Und die konnten wir halt dann hier nutzen. Und ja, da. Wenn das jetzt hier alles reif wird, dann haben wir viel zu essen. Ja, wir sind immer noch in Neu-Eichenberg, haben hier eine Nacht verbracht. Ich muss sagen, ich bin total beeindruckt. Es ist wunderschön hier und die Stimmung ist sehr gut, solidarisch untereinander. Und ich finde es auch toll, dass es auch bei den AnwohnerInnen hier Solidarität gibt und hoffe, dass das Camp noch lange erhalten bleibt und die Besetzung erfolgreich ist.